Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, die Fragen unserer 4C der Bundeshandelsakademie Innsbruck zu beantworten. Mein Kollege der Aaron und meine Wenigkeit Georg werden Ihnen die jetzt heute stellen. Dann würde ich gleich zur ersten Frage kommen. Und zwar, wir haben ja in Tirol eine ÖVP-Grünen-Koalition, welche bei uns in Tirol sehr gut funktioniert. Glauben Sie, dass man diese auch adaptieren könnte auf Bundesebene? Ja, also stimmt. In Tirol bin ich sehr zufrieden, was diese Koalition betrifft. Vor 6,5 Jahren habe ich ja bereits diese Koalition gegründet. Und da ist das Wichtigste, dass man sich gegenseitig verlassen kann. Also es gibt immer unterschiedliche Themen, das ist gut so. In der Demokratie braucht es halt einfach eine Diskussion, wo man Positionen bezieht. Aber wir machen das so, dass wir uns wirklich intern massiv über verschiedenste Themen unterhalten. Und dann gehen wir ohne Streit nach außen und sagen, das ist unsere Position, das haben wir so erarbeitet. Und deshalb bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich glaube auch, dass gerade zu dieser Zeit in unserem Land es durchaus wichtige Sache ist, dass wir uns mit der Ökologie auseinandersetzen, dass wir einfach ganz genau abwägen, was ist für Tirol gut und was ist weniger gut für Tirol. Also ich bin da sehr zufrieden. Was Wien betrifft, ich bin ja mit Sebastian Kurz ständig im Kontakt. Also man kann es jetzt nicht 1:1 umlegen. Denn die Farbe der Partei ist nicht das Wesentliche, sondern die Leute, die also da vertreten sind, und da muss man sich gegenseitig verlassen können, man muss sich vertrauen können. Und ich momentan stelle aber fest, dass eine große Ernsthaftigkeit dahinter ist von beiden Seiten, dass man so eine Koalition zustande bringt, wo präzise genau ein Koalitionspapier erarbeitet werden muss, das letztendlich der Leitfaden sein wird für die nächsten 5 Jahre. Aber man kann es jetzt noch nicht sagen, wie es ausgeht. Vor kurzem haben Sie ja den Vorsitz der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino übernommen. Welche konkreten Ziele bzw. Projekte wollen Sie verwirklichen? Also die Europaregion Tirol ist für mich ein Herzensanliegen. Mein Vater ist in Südtirol geboren. Und da habe ich natürlich auch sehr gute Kontakte auch Richtung Trient. Ich war bereits schon 2 Jahre lang Vorsitzender dieser Europaregion Tirol. Und da möchte ich Folgendes zu Beginn sagen. Man muss sich das jetzt einmal vorstellen. Vor 100 Jahren ist unser Land zerrissen worden nach dem Ersten Weltkrieg. Und das war eine ganz schwierige Situation. Und jetzt sind wir Mitglieder der Europäischen Union. Die Grenzbalken sind gefallen. Wir haben eine gemeinsame Währung. Wir haben die Europaregion Tirol. Aber wir müssen was draus machen. Und ich habe jetzt vor, einen 2-Jahres-Plan zu erarbeiten. Da wird es eine Klausur geben mit den Landeshauptleuten von Trentino, Südtirol mit mir in Alpbach. Und da werden die Kernthemen sein, öffentlicher Personen- und Nahverkehr, dass wir ein Ticket haben, wo man in Trentino, Südtirol und Tirol fahren kann. Gell? Dass man so problemlos also Richtung Süden fahren kann. Das Zweite ist, wo ich ordentlich dahinter gehen will, Schulpartnerschaften, Gemeindepartnerschaften, dass wir da irgendetwas Ordentliches weiterbringen. Und das Dritte ist, dass wir im Wissenschaft- und Forschungsbereich noch wesentlich mehr unternehmen mit dem Wissenschaftsfonds, dass wir junge Leute ermuntern, sich Gedanken zu machen, in welche Richtung soll also die Europaregion Tirol gehen. Aber ich sehe die Zukunft unseres Landes Tirol in dieser Ausrichtung. Wir sind in Europa, wir sind im Mittelpunkt von Europa. Und deshalb bin ich absolut dagegen, wenn man so Nationalismen aufbaut, sondern bin absoluter Befürworter, dass wir in Europa unsere Zukunft sehen, insbesondere in der Europaregion Tirol. Ja, dann zur letzten Frage noch. Ist die Politik selbst schuld an der Politikverdrossenheit der Jugend? Ja, gut, die Politikverdrossenheit, das ist immer so ein Thema. Eigentlich, wenn ich mir die derzeitige Lage anschaue, schon. Ich meine, was sich jetzt da alles abgespielt hat, die Streitereien. Ich muss ehrlich sagen, auch die ganze Ibiza-Geschichte. Und jetzt diese Auseinandersetzung immer wieder, wo man sich gegenseitig anzeigt und Verfeindungen da sind in einer Partei. Andererseits wieder Streitigkeiten. Jeden Tag liest man wieder, was da wieder los ist und Gehälter da oder da, Gehälter auf der anderen Seite, wo jemand sagt, ja, geht's denn noch? Und was mich dann natürlich schon ärgert, im Prinzip heißt es, die sind eh alle gleich.
Ich meine, das bleibt ja nachher übrig, das sind alle gleich. Da kann man sich nur so bemühen, jeden Tag zu schauen, was das Beste fürs Land tut. Und das ist oft schon bedrückend. Ich halte es aber aus, weil ich habe eigentlich ein gutes Gewissen, bin schon sehr lange in der Politik. Aber ich freue mich auch, dass aber die Jugend interessiert ist an der Politik. Fridays for Future ist ja auch so ein Beispiel, oder wo junge Leute friedlich auf der Straße sein und einfach sagen, was sie wollen, weil sie ja Sorge haben über die Zukunft des Landes. Das sind schon sehr positive Aspekte. Und in einer Demokratie soll man auch solche positiv gemeinten, friedliche Demonstrationen zulassen. Die Politik hat zuzuhören und dann zu schauen, dass man auch dementsprechende Entscheidungen trifft. Ja, Herr Landeshauptmann, das waren dann schon unsere Fragen gewesen. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie jetzt da unsere Fragen beantwortet haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind.